Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldadurm zu einem neuen Part Animal Crossing New Leaf. Welcome, Amiibo, mit dem Zwergenfürst. Ihr seht, schneien tut's hier noch nicht. Leider. Und was ich schade finde, ich hätte es erwartet. Wäre schön gewesen für einen Adventskalender-Part, aber egal. Heute will ich euch mal ein paar Fragen beantworten. Ein paar Fragen, die ich mir selbst gestellt habe. Ich habe mal in der letzten Zeit meinen Kanal ein bisschen betrachtet und habe mir dann 18 Fragen aufgeschrieben, die ganz kritisch aufs nächste Jahr gucken und nachhaken und fragen, du Zwergi, wie wird's denn eigentlich nächstes Jahr? Was steht an? Was wird kommen? Ja, diese Fragen werde ich gleich mal hier beantworten. Beim üblichen Obst und Früchte sammeln im Garten. Das machen wir jedes Mal hier in diesem Früchtegarten hier, wenn wir Animal Crossing spielen. Auf geht's! Ein paar vielleicht auch bewusst gemeine und herausfordernde Fragen, die ich mir selbst herausgesucht und mich selbst gestellt habe, mir selbst gestellt habe. Ein Brief vom Vergangenheits-Ich. Oh! Na, das muss ich doch mal ganz kurz einblenden hier. Ich weiß, es ist nicht perfekt, aber sowas geht in Animal Crossing, nämlich dass man sich selber Briefe schreiben kann und die dann in einem Jahr oder sowas bekommen kann. Ein Brief vom 22.11.2016. Boah, der Wahnsinn. Ja, habe ich wohl an den 9. Dezember 2017 geschickt, wie random. Aber ich habe es wohl so gemacht. Pokémon Sonne kommt morgen raus. Release! Werde es spielen als Let's Play. Adventskalender 16. YouTube kommt bald. Ja. Das stand in dem Brief. Nice. Nice Sache. Auch mal die Funktion gezeigt. So, hier ist ziemlich viel Unkraut. Ich war ja auch lange nicht mehr hier. So, pflücken wir heute mal von links nach rechts. Nicht von rechts nach links, wie gewohnt. Und fangen hier an bei den Früchten hier, bei den Kirschen. Ja, erste Frage. Oh, die Frage ist auch schon gemein. Frage 1. Wird Tomodachi Life eines Tages enden? Ja. Die Frage ist gemein. Ja. Tomodachi Life wird eines Tages enden. Ja, versprochen. Ja, es ist ein Let's Play, was sich irgendwie, ja, ich sag's mal so, hinzögert und es dauert noch ein Weilchen. Es dauert und dauert und dauert. Es kommen irgendwann mal neue Parts raus. Ich bringe das nicht wirklich regelmäßig. Ich mache so irgendwie Freischnauze mal ein paar Parts. In den letzten Monaten kam relativ wenig. Was irgendwie nicht so gut ist, aber ja, ein klein wenig schäme ich mich schon dafür, dass ich so wenig Parts rausbringe für Tomodachi Life, aber ja, ich muss ja auch sagen, es kamen bessere und größere und sehenswertere Projekte raus, wie Miitopia jetzt oder Pokémon Ultramond, Sachen, die ich halt viel lieber spielen wollte und viel lieber bringen wollte, als das uralte Tomodachi Life, was ich auch seit Anfang meiner YouTube-Karriere hier spiele. Seit Februar 2016 spiele ich das jetzt hier. Ja, der nächste Part kommt irgendwann. Ich weiß, es ist schon seit September her, dass ich den letzten Part gebracht habe. Naja,
Es wird schon werden. Da verlasst euch drauf. Also ich werde das Let's Play auf keinen Fall liegen lassen. Also es wird beendet werden. Wie viele Jahre das noch dauert, das ist noch offen, ob das noch bis 2025 dauert oder ob ich das 2019 schon abschließe. Wer weiß. Frage 2. Wann kommt Pokémon Weiß der nächste Part raus? Darauf habe ich eine ganz einfache, kurze Antwort. Erstmal nicht. Erstmal gar nicht. Ich hänge, für alle, die es nicht wissen, in Pokémon Weiß bei der Top 4 fest, weil mein Pokémon-Team zu schwach ist. Ich habe dort einfach versagt, weil ich nicht trainiert habe oder ein falsches Team habe oder schwache Pokémon habe oder. Es liegt an mehreren Faktoren. Letztendlich heißt es eigentlich und. Ich habe da an mehreren Punkten versagt und kann da jetzt dieses Projekt erstmal nicht fortführen. Weiß, Pokémon die weiße Edition, das Let's Play, ist vorerst auf Eis gelegt. Das muss leider ja erstmal warten. Ich habe jetzt Folgendes vor. Ich werde, wenn ich mal wieder freie Zeit habe, wenn ich mal ein bisschen Luft nach oben habe und ein bisschen ein Sekündchen Zeit habe, mal das Spiel löschen, den Spielstand überschreiben und einfach mal von vorne starten. Werd den Let's Play Spielstand einfach nochmal von vorne beginnen und ja, einfach mal bis zu der Stelle, bis zur Top 4 spielen und dann mit einem hoffentlich besseren Team und einem gut trainierten und starken Team in die Top 4 aufbrechen und dann den zweiten Part in der Top 4 bringen und fortschreiten, weil beenden will ich das Spiel auf keinen Fall an dieser Stelle. Es kommt noch ein Legi-Kampf, es kommt noch ins Schloss, es kommen noch fantastische Aufnahmen von der Top 4, es kommen noch großartige Sachen und ein wunderbares Ende von Pokémon Weiß, wenn ich mich nicht irre. Und ja, auch ein Fazit in den Credits, das will ich nicht verpassen, das will ich nicht liegen lassen. Also, das Let's Play wird zu Ende gebracht, es wird beendet, aber braucht jetzt erstmal eine kleine Pause und wird jetzt nochmal neu gestartet und ja, wie man es bei Rechnern macht, wenn die ein bisschen rumbacken und ein bisschen zicken, dann startet man sie neu und versucht es noch einmal von vorne in einen besseren Zustand. Ja, Frage 3. Ich rede sehr lange über die Fragen. Ich muss mich kurz halten, weil dieser Part wird dann viel zu ewig. Ich weiß, es ist vielleicht für den einen oder anderen in Ordnung, aber ja, ich sollte mich trotzdem mal für die Leute, die nicht zu lange Parts haben wollen, mal kurz halten. Also Frage Nummer 3. Kommt 2018 wieder in Mario Kart Racing? Die Frage tut weh. Die Frage ist schmerzhaft. Ja, ich hatte im Jahresrückblick 2016 gesagt, ich würde es bereuen, dass ich einen Aufruf quasi zum Mario Kart Rennen mit mehreren Leuten ausgerufen habe und ja, war mir halt 2016 noch nicht ganz bewusst, wie groß meine Community ist und dass ich mit meiner Community noch kein Community Rennen machen kann und dass das irgendwie ein bisschen ein Schuss ins eigene Fleisch sozusagen war, dass ich das nie wieder machen wollte. Ja, und dann passiert es 2017. Keine Ahnung, fragt mich nicht wieso. Fragt nicht. Ich habe es wieder gemacht. Ich habe denselben Fehler nochmal begangen. Ich
ich rief zu einem Art, zu einer Art Wettbewerb im Mario Kart 7 auf, um halt, ja, eine Art Rennen zu veranstalten. Ich ging davon aus, dass ein paar Kollegen hier, ein, zwei Kollegen hier aus meiner Community oder auch halt auch von YouTuber-Kollegen mitmachen würden und da halt auch was schaffen würden und da auch das angehen würden. Wie gesagt, scheinbar ist Zwaggy sich seiner Reichweite noch nicht wirklich bewusst und muss das erst noch lernen. Und ja, und der hat dann noch nicht ganz kapiert, dass man mit 100 Abonnenten noch kein Community Racing machen kann, hat das sich bei großen YouTubern angeguckt und denkt, er könnte es jetzt auch versuchen. Tja, so ist es halt. Aus Fehlern lernen, das ist noch nicht so wirklich. Ich bitte um Verzeihung. Ist ein Adventskalender 2018 geplant? Ja, ja, ja und nochmal ja. Da muss ich unbedingt ja sagen. Geplant ist er auf jeden Fall. Plan heißt ja natürlich, dass noch nicht garantiert ist, dass es stattfindet, weil Pläne können auch scheitern. Aber geplant ist es, ja. Also 2016 habe ich einen Adventskalender gemacht, 2017 habe ich einen Adventskalender gemacht, dann will ich den auch 2018 noch fortsetzen. Ich will diese Tradition beibehalten. Das ist, diese Tradition muss bestehen bleiben. Mir gefällt es, ich hoffe, euch gefällt es auch und ja, sondern dass beides passiert, mache ich das gerne, ist das auch nächstes Jahr wieder mit an Bord. So, ich sammle hier die ganze Zeit die Unkrautsachen auch noch mit ein, weil die hier überall im Weg sind. Muss man vielleicht auch mal wieder aufsammeln. Ja, Frage 6. Muss der Bart ab? Ja, schöne Frage. Nein, der Bart muss nicht ab. Der Bart bleibt. Das ist mein Erkennungszeichen, mein Wahrzeichen sozusagen, kann man so sagen. Er wird natürlich irgendwann mal zweimal im halben Jahr wird er rasiert. Ja, und dann wächst er aber auch schon leider sehr, sehr, sehr schnell nach. So dass ich dann innerhalb einer bis anderthalb Wochen dann wieder den alten Bart habe. Ja, also ihr werdet mich selten ohne Bart sehen. Die Zeit ist vorbei, dass ich ohne Bart rumlief. Ja, Zwergenfürst gibt es nur mit Bart. Und so viel dazu. Ich lege das alles jetzt mal hier ab. Das ist einfach eine Tasche blöd. Der Laden hat schon geschlossen, ist ja auch schon spät nachts. Aber ich kann es ja am nächsten Tag mal vorbeibringen. So. Frage 7. Wirst du 2018 endlich weniger machen? Auch eine gute Frage. Im Silvester 2017 habe ich mir ja vorgenommen, habe ich den Vorsatz gemacht, weniger zu tun, also ein bisschen zurückzuschrauben und ja, mich zurückzunehmen in Sachen YouTube. Wenn ich jetzt so zurückblicke, am Anfang des Jahres nicht gehalten, aber wenn man jetzt auf diese Zeit guckt, jetzt die letzte Hälfte des Jahres, das letzte Viertel quasi, habe ich mich doch irgendwie dran gehalten, mangels Zeit jetzt auch während der Arbeit musste ich es ja irgendwie, also ja, es kommt ja jetzt noch ein Video täglich hoch, immer am Tag um 20 Uhr nach der Arbeit, das drehe ich dann immer nachts und schneide das gegebenenfalls dann noch am Abend oder in der Nacht, damit es dann am Abend, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit, hochgeladen werden kann. So mache ich das dann immer. Dann ist halt mal ein Video. Früher habe ich dann immer zwei Videos täglich gemacht. Da war ich auch noch in der Schule. Da hatte ich dann mehr Zeit und mehr Kraft und mehr Energie und so weiter und so fort. Das hat sich zumindest geändert. Also
Insofern habe ich schon irgendwie weniger gemacht. Aber irgendwie auch mehr. Weil, ja, ich habe auch mehr Energie reingesteckt, mehr Kraft in die Projekte. Und das ist ja gut so. Das ist ja keine schlechte Sache. Kann man ja durchaus so beibehalten. Das ist ja sogar ein positiver Punkt, wenn man mehr Arbeit in seine Sachen steckt, in die Werke. Punkt 8. Ist ein Let's Play Pokémon Y again geplant? Oh ja, das ist es. Da kann ich euch sogar schon mal spoilern. Es wird sehr, sehr bald kommen. Es ist so schon in Planung. Pokémon Y Let's Play again kommt. Es kommt sogar schon sehr bald. Und will ich euch noch nicht sagen, da lasst euch mal überraschen. Es kommt irgendwann mal. Ich setze mich mal hier ins Lagerfeuer und kann mal so ein bisschen labern hier. Ja. Das dazu. Es kommt demnächst ein Let's Play Pokémon Y again. Ein Let's Play again von meinem ersten Let's Play auf YouTube. Ist mal nötig. Die Qualität war wirklich miserabel dort. Jetzt mal in einer besseren Qualität zu bringen, ist gut. Machen wir mal so. Wann kommt Lego City Undercover Part 2? Und da eine traurige Nachricht in diesem Punkt. Lego City Undercover Part 2 ist erstmal nicht vorgesehen, also voraussichtlich nicht, voraussichtlich nie. Ich habe da mal ein Part 1 von gedreht und Part 2, 3, 4 vorproduziert, aber ist dann aus technischen Gründen ausgefallen und ja, bin nie wieder dazu gekommen, neue Parts zu drehen. Part 1 ist auch schon wieder privat genommen, ist schon wieder runtergenommen von YouTube. Es ist nicht vorgesehen als Let's Play, sollte halt auch irgendwie nicht so sein und es wird nicht kommen, es wird es nicht geben auf meinem Kanal. Also ist für 2018 auch nicht eingeplant als Projekt. Vielleicht kommt es irgendwann mal in 2, 3 Jahren, aber vorerst nein. Für alle Lego City Undercover Fans. Tut mir leid für euch, aber es gibt andere schöne große Projekte, die kommen werden. Da habe ich auch schon einiges geplant für 2018. Könnt ihr euch freuen. Wird gigantisch wieder. Kommen schöne Sachen und vielleicht auch einige neue Sachen, die ich noch nicht kenne, die released werden. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Da kommt noch was. Frage Nummer 10. Spaß mit Apps nun wirklich tot? Ja, ist die Playlist, das Projekt Spaß mit Apps nun tot, beerdigt, kommt nichts mehr. Da kann ich eine unklare Antwort geben. Die Antwort ist da Jein. Also ein Ja gemischt mit einem Nein. Jein. Ist nicht wirklich abgeschlossen, ist nicht wirklich tot, aber ja, ich sag's mal so, pausiert ist es. Weil das hat auch immer so ein bisschen was mit meinem Handy zu tun, mit meinem Smartphone. Ich hatte da mal viele Apps installiert auf meinem Smartphone und dann viele Applet-Tests dazu gemacht in dem Format Spaß mit Apps und ja, Problem an der Sache ist gerade aktuell, dass mein Smartphone aktuell sehr, sehr wenig Speicherplatz hat. Da kann man kaum noch was drauf installieren. Es ist wirklich am Rande seiner Speicherkapazität und ja, ich kann keine Apps einfach mehr drauf installieren und ein Spiel passt nicht mehr drauf. Daher, aktuell ja nicht mangels Speicherkapazität auf meinem Handy. Ja, auch wieder eine Frage zu einem Projekt. Frage Nummer 11. Ist der Wahrsager tot? Wer kennt das Projekt Wahrsager? Kaum einer, oder? Es gab nur einen einzigen Part davon. Ist irgendwie vergraben worden in meinem Kanal. War eigentlich eine gute Idee. Wo ich halt irgendwie drei Behauptungen gesagt habe und die Community entscheiden musste, welches von den drei Behauptungen wahr ist. Ich habe das schön Wahrsager genannt. Hatte auch ein eigenes Intro und eigene Musik. Fand ich. Thank you.
dazu bekommen, das weiterzumachen. Und blieb bei einem Einzelpart. Und wie es ausschaut, bleibt es auch erstmal dabei. Ich habe nicht wirklich die Motivation gefunden, das weiterzumachen. Und ja, vielleicht irgendwann mal 2018, irgendwann mal im Sommer 2018, wenn ich mal wieder Bock drauf habe, kommt vielleicht der nächste Part. Also tot ist es nicht, so viel dazu, aber es wird auch jetzt nicht regelmäßig fortgeführt werden. Also freut euch, wenn das irgendwann mal kommt, aber garantiert ist es nicht. Frage 12, Websites und I.O. Games. Da habe ich ja mal 2016 etwas gemacht, was ich komischerweise unter dem ulkigen Namen Villager News abgestempelt habe. Ich setze mich mal auf eine andere Stelle hier, damit es mal ein bisschen Abwechslung gibt. Ja, von wegen. Und ja, wo war ich? Villager News. Und da habe ich halt irgendwie mit dieser Kamera hier einen noch größeren Bildschirm abgefilmt und auf meinem Laptop irgendwie ein paar Websites getestet und ein paar I.O. Games, Agario oder Slither.io gespielt. War ganz unterhaltsam, aber halt auch schlecht von der Qualität her, weil man einen größeren Bildschirm mit dieser Kamera nicht mehr abfilmen kann. Das ist ein bisschen kacke. Das ist so schon ein bisschen suboptimal hier. Das Abfilmen vom 3DS. Es geht irgendwie, es lässt sich hinkriegen. Das sieht jetzt auch nicht gerade schlecht aus. Aber ja, ich würde es ungern machen, solange ich noch keinen Capture Card habe. Ist das eher unangebracht? Also erstmal nein. Website, Let's Tests kommen nicht mehr. In nächster Zeit. Sei denn, dazu kommen wir noch später eine andere Frage. Ich habe hier noch eine Frage, die das thematisiert. Sei denn, ich bekomme mal Technik dazu. 13. Kooperation mit anderen YouTubern. Ja, das sind jetzt nur Stichpunkte. Keine direkten Fragen mehr. Ich muss mal sagen, ja, gerne. Dazu mein deutliches Ja. Ich werde weiterhin gerne Kooperationen mit anderen YouTubern machen. Das hängt aber ganz klar von denen ab. Also, wenn andere kleinere YouTuber mit mir etwas machen wollen, ich kann ja niemanden zu seinem Glück zwingen, sag ich mal so. Und ja, wenn niemand möchte und niemand dazu bereit ist, mit mir eine Aufnahme zu starten, dann geht das natürlich auch nicht. Dann kann man das natürlich nicht in Wege leiten. Zum Beispiel Black Barn Owl LP, Blackie. Ich wäre sehr da für und sehr da von begeistert, wenn man da irgendwas in die Wege leiten könnte. Ein Let's Play Together oder irgendwas so in der Richtung. Blackie, sag mal Bescheid, wenn du das hier hörst. Für 2018, vielleicht lässt sich da was machen. Nicht? Frage 14. Ich hassel das hier jetzt mal ganz schnell durch, damit wir auch mal zu Potte kommen. Ich weiß, das Video wird hier wieder lang, aber ja, muss auch mal sein. Ich will hier alle 18 Fragen für 2018 besprechen hier. Ich hoffe, euch interessiert es auch. Ihr bleibt dran. Wenn nicht, dann ja, dann halt nicht. Dafür ist ja YouTube-Video da, dass man auch zwischendurch mal aufhören kann oder anhalten kann oder es auch an einem späteren Punkt mal fortsetzen kann. Ist so. Ja, kann man so machen. Finde ich auch nicht schlimm, wenn man das mal unterbricht und später weiter guckt. Ist ja ein Adventskalender natürlich. Man kann es ja den ganzen Tag lang sich vornehmen. Stückchen für Stückchen. Und immer weiter. Frage 14. Wir sind schon fast am Ende. Silvester Special 2017. Ja, das hängt so ein bisschen an sich zusammen mit der Frage nach dem Adventskalender 18. Oh, ich sehe gerade, ich habe zwischendurch eine Frage vergessen, überlesen. Die kommt gleich noch mit dazu. Kann ich auch gleich noch mit reinnehmen. Passt ja irgendwie noch mit dazu. Wird es eine Sommertour 18 geben? Ja, und vielleicht, es wird eine Sommertour 18 geben.
Das ist eine etwas schwierige Sache, weil 2017 galt mein Schülerferienticket noch. Dadurch konnte ich auch relativ preisgünstig durch das ganze Land fahren und ja, durch das ganze Bundesland, durch Sachsen-Anhalt und dort Städte besuchen. Das ist nun dieses Jahr nicht mehr gegeben, weil ja, Schule vorbei, ich als Arbeit gut Deutsch sein und ja, wie auch immer, ich bin halt nicht mehr dazu in der Lage. Ich darf halt kein Schülerferienticket mehr benutzen, weil ich kein Schüler mehr bin. Daher wird das ein bisschen kostspieliger dieses Jahr mit der Sommertour. Inwiefern die dann möglich sein wird, muss man gucken. Da ist dann wieder das Geld im Weg. Ich würde es ungern am Geld scheitern lassen. Man muss gucken, inwiefern das Sponsoring funktioniert. Vielleicht lasse ich mich irgendwie sponsern von irgendwelchen Leuten, meinen Großeltern, ja, von Verwandten, Bekannten. Vielleicht finde ich eine nette Firma, die mir das macht. Der wird dann halt irgendwie produziert von elmwalz.de oder was auch immer. Ja, vielleicht sponsern die mich mal. Anfrage an Elmwald, wollte er die Sommertour sponsern. Ja, wie auch immer. Also ich hoffe, ich kann die Sommertour angehen. Kostet halt Geld. Und wenn das vergünstigte Ticket nicht mehr dabei ist, ja, ist halt irgendwie, ihr versteht meinen Standpunkt. Silvester-Special, das hat jetzt nichts mehr mit Geld zu tun. Das hat was mit Zeit zu tun. Daher auch ein großes Fragezeichen an dieser Stelle. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Silvester... Ach so, das ist ja ein Silvester-Special 17. Silvester-Special 18 ist noch gar nicht in Diskussion. Ich weiß noch gar nicht, ob es ein Silvester-Special 2017 gibt. Das hat mich im letzten Jahr ziemlich genervt, ziemlich gestresst, da ein Special rauszuhauen. Es war sehr stressig für mich im letzten Jahr und das würde ich vielleicht dieses Jahr wieder vermeiden wollen. Ja, also, ich werde es rechtzeitig ansagen. Also, ja, ihr hört es davon, ob es ein Silvester-Special gibt oder nicht. Ich wäre sehr dafür, wieder eins zu machen, aber ich muss gucken, wie es halt läuft, wie halt Zeit. Und das, da ist DS ausgegangen. Der 3Ds war alle. Ja, okay. So, da hat es wohl nicht gespeichert, das Spiel. Okay. Oder doch? Eigentlich startet man ja immer vom Haus aus. Mal gucken, liegt das Zeug noch hier? Liegt der Kram noch hier? Ja, der Kram liegt noch hier. Ja, ich war dort hinten am Lagerfeuer. Die nächste Frage. Weiß nicht, wie viel bin aus dem Text gekommen, bin aus der Reihenfolge gekommen. Eine der letzten Fragen ist gleich fertig. Ich hoffe, es ist nicht zu lang für euch heute. Die Frage lautet, kaufst du dir eine Nintendo Switch? Da gibt es vieles, was dafür spricht. Da gibt es viele gute Punkte dafür, die da wären. Es kommen zunehmend gute Spiele für die Switch raus und zunehmend weniger Spiele für den 3DS. Also Nintendo unterstützt mehr Richtung Switch und weniger Richtung 3DS. Ja, Nintendo unterstützt noch den 3DS. Pokémon Ultra Mond ist ein gutes Beispiel dafür, dass es noch Spiele für den 3DS gibt, aber ja, muss mal kurz zu fassen, ja, ich werde mir eine Nintendo Switch kaufen. Wahrscheinlich auch 2018. Wahrscheinlich nicht mehr vor Weihnachten und auch nicht mehr nach Weihnachten. Irgendwann kommt's. Meine nächste große Anschaffung wird ein PC sein. Ein guter PC, mit dem man sich auch mal irgendwas mal an PC-Spielen reinziehen kann. Und dann werde ich halt so Richtung Mikro und Capture Card für den PC
investieren und ja, dann mal gucken, was da noch übrig bleibt. Und wenn da noch irgendwie Geld übrig ist, werde ich dann in eine Switch investieren. Aber die ist dann halt irgendwie nach dem PC dann auf Platz 5, meine Investitionen. Also wisst ihr Bescheid, so halt meine Pläne. Wann kaufst du dir eine Capture Card? Habe ich gerade fast schon beantwortet. Ich werde mir eine Capture Card kaufen für den PC, dann irgendwie eine Elgato oder sowas mal, wenn ich einen PC habe, und halt dann auch das Wichtigste dazu, ein Mikro oder sowas halt, als die Sachen dazu gekauft sind irgendwann. Eine Capture Card für den DS oder für das Switch. Also für den DS wird es garantiert keine Capture Card mehr geben, weil ja, sehe nicht warum. Ich werde das in die Switch investieren, wenn ich mir eine Switch kaufe, dann auch mit Capture Card, dass das möglich ist, die abzucapturen. Und dann auf dem PC, das wird dann, also ja, ich habe es ja schon erklärt, ist soweit so klar. Frage 17, die vorletzte. Welche Spiele wirst du 2017, 2018, Quatsch, 2018 Let's Playen? Das ist eine längere Frage. Da kann ich euch jetzt auch schon, könnte ich euch jetzt auch schon was verraten, aber will ich auch nicht. Lasst euch überraschen. Ich sage immer gerne, lasst euch überraschen. Da möchte ich ungern euch was verraten, weil es soll dann auch eine Überraschung bleiben. Wäre auch jetzt zu lang, darauf einzugehen. Würde jetzt zu sehr lange dauern, wenn ich da jetzt viel zu sagen würde. Es wird kommen. Ich habe auch gerade erwähnt, vielleicht werde, nicht nur vielleicht, sondern ich werde mir einen PC anschaffen. Unter Umständen habe ich da schon was im Regal, so ein kleines PC-Spiel, das man mal als Let's Play bringen könnte, wenn man dann einen funktionierenden PC hat. Versteht. Ja, so viel dazu. Ich will dazu noch nicht viel sagen. Kommen wir schnell zur letzten Frage, damit das andere Ganze hier jetzt mal ein Ende nimmt. Wir nehmen schon ewig lange auf. Es tut mir leid, aber einmal muss es so sein. Es sind einfach auch wichtige Fragen. Ich hoffe, sie interessieren euch auch, die Fragen und die Antworten. Wir sind gleich fertig. Letzte Frage ist Frage 18. Kommst du 2018 zur Gamescom in Köln? Die Frage lautet eigentlich aus Prinzip aus nein, weil ich kein großer Fan der Gamescom bin. Weil, ja, zu voll, zu laut, zu stressig. Und Menschen, ja, ich bin kein Fan von Menschenmassen und Trubel und, ja, es ist, ich bin ein Gamer, ich bin Let's Player, ich bin froh, in meiner Bude zu hocken und im Dunkeln da mein Let's Plays aufzunehmen und da irgendwo in vollen Hallen rumzulaufen und da den ganzen Tag gestresst zu werden. Nein, danke, eigentlich nicht. Aber jetzt kommt das große Aber. Es hat sich bei mir im Kopf in letzter Zeit so ein bisschen eingenistet, die Idee, dass es unter Umständen machbar wäre, die Sommertour ein klein wenig umzugestalten. Ich verrate noch nicht zu viel, aber ja, von wegen Geld, Sachen und so weiter, dass man halt auch nicht in 6, 7 Städte reist, die in der Nähe sind, sondern dass man sich 1 bis 2 große Städte aussucht, die halt am anderen Ende von Deutschland liegen, als dort was investiert und trotzdem noch irgendwie Geld spart. Vielleicht kriegt man da irgendwelche Angebote. Ja, so viel dazu. Da habe ich so ein paar Pläne im Kopf schon geschmiedet, so dunkle Pläne. Vielleicht könnte es dahin gehen, auch um die Frage zur Sommertour zu beantworten.
Auf jeden Fall habe ich im nächsten Jahr noch so einiges vor. Ich freue mich drauf. Ich habe schon Großes geplant für euch und für diesen Kanal. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei im nächsten Jahr. Dieses Jahr dauert noch ein bisschen. Es kommt noch ein Weihnachtsspecial. Das habe ich hier gar nicht in den Fragen gehabt. Und da will ich mir auch noch was Schönes ausdenken. Und ja, Silvester-Special, wie gesagt, muss ich mal gucken. Aber ansonsten freue ich mich aufs nächste Jahr. Da kommen wieder grandiose Let's Plays, grandiose andere Projekte. Also, seid auch da dann noch mit dabei. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auf mich. Und ich muss jetzt mal aufhören hier damit. Das Video ist schon sehr lang und ich habe mir in den Mund fusselig geredet. Ich kann nicht mehr reden und es ist auch schon spät. Ich muss ins Bettchen und ein bisschen schlafen. Es ist zwar Wochenende, aber ja. Obwohl, Nintendo zeigt Montag an. Aber es ist Wochenende, Leute. Die Uhr von Nintendo ist falsch eingestellt. Ja, ist so. Daumen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und gehabt euch wohl, haut drinnen. Bis zum nächsten Video. Morgen geht's weiter mit einem neuen Video. Haut drinnen. Danke fürs Dranbleiben. Ihr seid spitze. Ciao, ciao.